Hallo miteinander und willkommen zurück zu Humankind mit Torren Gent. Es geht weiter mit unseren Persern. Eine wichtige Entscheidung steht bevor. Es geht um Tiere, die wir hier einsetzen können. In den letzten Jahren gab es natürlich Probleme mit rattenartigen Tierchen, mit Mäusen, die über unsere Ernten hergefallen sind und in unsere Kornspeicher eingedrungen sind. Ja, und jetzt können wir uns entscheiden, wie wir darauf reagieren, wie wir sie bekämpfen wollen. Katzen sind groß und sie können zwar nicht alle Mäuse einfangen, aber sie sind resistenter. Ah, und Ferrets, das sind Frettchen, glaube ich. Sind kleiner, aber effizienter. Auch wenn sie ja, schwächlich sind. Nein, wir nehmen Katzen. Natürlich nehmen wir Katzen. Hallo? Katzen machen das. Die wissen, wie es läuft. Katzen sind äußerst fähige Tiere. Die besten. Au, oh wow. Ja, machen wir das mal kurz, ne? Dann können wir auch Verstärkung benutzen. Das ist sicher vielleicht auch nicht schlecht. So, das ist der Trappenpalast von San Lorenzo. Boostet unser Einkommen ein bisschen. Xera stellen. Es läuft echt blendend, muss man sagen. Lavent hat nichts zu bauen. Wow. Ja, ein Hafen wäre hier vielleicht das nächste. 10. Ja. Mach hier einen Hafen denn. Warte mal, wir haben schon einen Hafen. Bauen wir einen zweiten Hafen? Nein. Dann bauen wir hier was anderes, nämlich ein Schiff. So. Von den zusätzlichen Sachen. Was würde uns denn da was bringen? Ja, Fischmonger mit alle Fischgeschichten, ehrlich gesagt. Die uns mehr Nahrung hier bringen und ein bisschen mehr Gold. Baracken. Turniergelände. Okay. Das lässt unsere Einheiten weniger kosten. An sich eine gute Sache. Essensmarkt. Schon sagen, wir haben noch kein einziges Marktquartier. Hier unten könnte man eins bauen. Das ist 9 plus 2. So, unser Trappenpalast dran. Und der kriegt ja von Distrikten, die dagegen sind, noch mehr Plus. Also, schlecht ist das nicht. Dann könnten wir vielleicht hinterher sogar hier so ein Zeichen des Glaubens bauen, hier auf dem Hügel. Dürfte Eindruck machen für Leute, die da hochstürmen wollen. So, Parsa ist fertig. Hier benötigen wir definitiv eine Militäreinheit. Irgendwas Schnelles. Die sind halt super schwach hier, die Scout-Reiter. 2 Runden, 6 Runden. Ich kann sie aber auch kaufen, oder? Ja. Mal hier so eine Chariot und dann fahren wir mal los hier. Ansonsten, abgesehen davon, wollen wir hier natürlich, ehrlich gesagt, das hier sind alles Präriefelder. Da haben wir Wälder. Okay. Da würde ich sagen, wir machen jetzt mal das hier, die Sägewerke. Dann machen wir hier mehr Industrie, komm, kauf sie einfach. So, und haben wir irgendwas, was auf Prärie mehr Essen macht? Ach ja, Moment mal, wir haben hier natürlich auch einen Hafen. Und wir haben auch einen Fluss. Das heißt, wir bauen das hier. Ja. Das bringt uns hier noch nichts. Mehr Sichtweite wäre vielleicht gar nicht so schlecht hier unten. Schulen doch mal noch keine. Die könnten wir in der Hauptstadt mal bauen. Wir machen mal noch den Fischmonger. So. Ich könnte man sich auch schon zubauen mit Distrikten hier, beziehungsweise ja, die werden ja dann alle umrandet von den Palisaden. Hydrologie, haben wir ja eigentlich auch schon gesagt, da gibt es gute Sachen, die unsere Flussstädte verstärken. Oh, Mimosa hat eine neue Religion. Das dürfte unsere sein, ja.
Mimosa. Zwei Follower, Parser. Steinringe. Mit? Aha. Naja. Passt schon. San Lorenzo. Da brauchen wir noch. Okay, und du gehst jetzt hier in den Süden und wirst das ganze Terrain für uns markieren, ja? Wir wollen das alles haben. Wir haben genug Einfluss. Das sieht auch sehr üppig aus, dieses Gelände hier. Da könnte man irgendwo in der Nähe von dem Zeug. Pferde gibt es ja dann auch nochmal. Ist massig, mehrere Pferde. Und Akkad selber hat auch noch Safran. Was wollt ihr? Traut uns nicht mehr. Wir haben Sachen verlangt. Wir haben eine andere Legion. Was? Die Leute sind aus unseren Städten raus migriert nach Harappa. Titen denken jetzt anders über uns ebenso. Naja, die werden sich schon. Die werden sich schon drauf nach Harappa. Okay. Hm. Oh, es ist eigenartige Wahl, zu unseren Vasallen überzusiedeln. Hydrologie ist entdeckt. Basra ist gewachsen. Da haben wir den einen direkt da gut gemacht, den wir verloren haben. Ah, hier ist auch schon die Straße hier, ne, zum Hafen. So, und hier Hasra quasi. Mit dem Rücken zu den Bergen. So, gehen wir mal dahin. Acht, fünf, sechs, acht. Mein Gott, ich kann mich halt da oben niederlassen, ne? Auf dem Berg. Und da hier in der, in dem Zwischending hier. Das ist die Tage, wo wir am meisten Produktion bekommen. Hier drüben in den Wäldern ist eine ganze Menge. Aber ich will den Posten da oben haben auf dem Berg, ja? Okay. Ja, natürlich. Ich glaube, die haben irgendwie alle Angst vor uns. Ich weiß gar nicht. Sir, what do you desire? Ah ja. Guck mal hier, das bin ich mein. Okay. Wollen wir noch irgendwas hiervon? Eigentlich nicht wirklich, ne? Wir könnten Safron mal kaufen bei denen. Mit dem Schiff ist auch günstiger. Tun wir es. Ist ja irgendwie toll, aber so der Handelsweg geht ja sowieso rum hier. Und wahrscheinlich hierhin? Naja, ne, umso länger der Weg, umso anfälliger ist natürlich fürs Plündern. Aber wir hoffen mal das Beste für den Moment. Ach du meine Güte. Handelsexpeditionen. Ja, Transportgaleere. So, die Mauern in San Lorenzo sind fertig. Da wurden sie errichtet. Handelsexpedition ist fertig. Wir haben zwei neue Civics schon wieder. Okay. Die religiösen Riten. Die Prozessionen. Stabilität. Na, machen wir mal das hier. So. Gehen wir hier einfach in Richtung personelle Riten. Jeder darf sein, quasi sein Tempel hier eigens betüdeln. Assimilierungskosten werden wir hier senken. So. Mehr braucht man da erstmal nicht. Sehr schön aus die Gebäude hier. Okay. Oh, bessere Mauern. Bürger. Okay. Militärische Camps. Okay. Machen wir direkt. Vielleicht können wir das gleich ausbauen hier. Das sind die Immortals. Guckt sie euch an. Sie haben herausragende Hüte. Von feinster Qualität. Okay, okay, oh Gott, wir sind soweit, wir können die nächste Ära. Genau, eine dieser Art produziert. So, wir können beim Disembarking.
Ah, okay, wir können quasi, also so heißt es, verlieren alle Lebenspunkte, Bewegungspunkte, wenn wir das machen. Wir haben hier immer noch keinen Hafen, oder? In San Lorenzo, ne? Es ist immer noch kein Hafen. Ja, wir sollten hier wieder einen Hafen bauen, den wir hier nach Norden auch mal raus jinxen können. So. 4 und 6. 9 und 6. Aber ich will eigentlich schon... Hafen auf der Seite haben wir ja. Das heißt, wir werden jetzt mal hier etwas andere Überlegungen mitzuziehen. Machen wir das hier. Abgeschlossener Hafen, richtig sicher. So. Stone-Mauern. Ich kann mir echt blöd vor, wir sind noch mehr Forschung. Ja, ich meine, klar, wieso nicht, ja? Noch mehr Forschung. Unser Essen reicht auch noch und so weiter. Das passt alles. Wir können natürlich nochmal hier weitere Essensquartiere vielleicht bauen. Und 3. Hier wären es 11. Aber wir würden aber Produktion verlieren. Ja, warte mal das hier. So, 3 Runden, das passt. Dann kann man die ganzen Fischengeschichten. Wobei, die haben wir schon teilweise wegen der Flüsse. Ja, ihr, ne? Bleibt da mal stehen, so in der Stadt, so hätte ich behauptet. So, der Außenposten ist gebaut. Dann mal auf zum nächsten. Oh mein Gott, halt! Wir müssen darüber, da gibt's Eisen. So, und kann ich jetzt nicht mittlerweile eigentlich... Ich denke schon. So, schließen wir das an San Lorenzo an. Sehr gestreckt alles jetzt, aber das passt schon. Das sieht doch voll zügig aus hier oben. So, mehr Forschung. Rhetorik. Touch Autos Cost by. Okay. Die Spielekörper veranstalten. Bibliotheken. Der Heilige Tag. Das Theater. So, wir könnten die nächste Ära voranstreiten. Ja, tun wir es. So, wen nehmen wir denn jetzt als nächstes? Die Engländer, die Teutonen. Ne, das haben wir schon beim letzten Mal gespielt. Nehmen wir mal irgendwas anderes. Die Ghanar. Lehman Luxus. Luxusmarkt. Kamelreiter. Hab ich schon mal an hier. Franken. Zantina. Podrome gibt es auch. Varangische Garde. Aber Geldro-Allianz bringt uns gar nichts, ehrlich gesagt. Unit. Die Azteken, krass. Wikinger. Okay, das sind. Bessere Häfen, glaube ich. Golen, Umayyaden, Wikinger, oder? Wir wollen ja tatsächlich hier auch Navy machen. Guckt euch mal, wie geil er aussieht jetzt hier. Und wir kriegen dadurch das Longship. Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies. But brute strength may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. Wikinger sind wir jetzt. Ja, Tempel der Artemis passt jetzt natürlich perfekt rein hier, ne? Oh mein Gott.
Man ist gerade erst in die Ancient Era vorangestoßen. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir dominieren hier ein wenig. Ich weiß ja gar nicht. San Lorenzo. Okay, noch mehr Forschung. Die Hunden. Okay, wir können wieder nach Reparationen fragen. Hat er nachgegeben? Ich habe jetzt gerade wieder eine Stadt verliebt verlangt, weil die da die Gläubigen. Wir werden sehen. So, was sagt er denn jetzt? Wir sollten halt eigentlich auch mit ihnen keinen. So, ja, okay, das. Ja, das ist okay. Wir wollen jetzt nicht unbedingt mit ihm Krieg führen. Wir könnten, aber wir werden ihn halt überrennen. Landrechte. Land und Freiheit. Okay. Ja, unser Imperium ist ein weites, glorreiches Land mit Bergen, Gras, Landen, die über, ja, Unmengen an Terrain sich erstrecken und voller Wunder und Mysterien. Ja, über die Generationen weg haben unsere Menschen viele seiner Ecken und Kanten natürlich sich untertan gemacht. Doch wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wem dieses Land tatsächlich gehört. Landrechte. Wir könnten Erbland, okay, das heißt, wir können Land vererben oder wir sagen, dass es dem Staat gehört. Da weiß ich schon jetzt schon, was ich machen werde. Ja. Wir werden hier in die Richtung gehen. Kommunales Land. Mit so einem Quatsch wie dem Erbe fangen wir erst gar nicht an. Ja, ich weiß, ich habe immer noch Wunder, die nicht geclaimed sind. Oh, ich kann aber tatsächlich. Oh, wir haben jetzt auch neue. Oh mein Gott. Das Angkor Wat, die verbotene Stadt. Das Dudaiji. Und Notre Dame. Das ein Glauben so erforschte Technologie. Eigentlich wollte man ja. Ich wollte mal ja das haben, ne? So. So. Haben wir erstmal das. Und dann können wir uns nämlich dann hier in das nächste wunderbar. Vielleicht sogar in Laventa. Damit unsere Schiffe noch besser sind. Jetzt sind wir ja eh ein Seefahrervolk. Also, ne, macht das natürlich absolut Sinn. Die heilige Stätte hier wird auch weiter errichtet. So, und dieser Naust. Oh mein Gott. Meine Güte. Bau ein Naust. Naust, Naust, Naust. Das ist grandios. So, ah ja, ich sollte nicht vergessen, die Rhetorik ist erforscht, gut. So, wir sind, so, ja. Das ist ein Strand hier. So, gehen wir hier an Land nächste Runde und dann werden wir hier den Außenposten gründen. Oh, da ist sogar noch mehr. Das ist, was ist das hier? Ach, Färbemittel. Auch noch. Das sieht auch sehr schön aus hier. So, was haben wir denn hier? Ja, der will auch mit allen handeln. Ja, ja. Ich hab alle Handelsgüter. Ich bin ein handelnder Wikinger. Assyrer. So, Heidebar ist endlich fertig. Da attachen wir, glaube ich, gleich mal hier zum Beispiel das hier. Da müssen wir noch warten. Der war echt noch nicht fertig mit den Pferden. Meine Güte. Okay. Baue trotzdem mal kurz die Pferderanch hier. Direkt hier im Übergang. So, und jetzt bauen wir hier gleich mal so ein krasses Dorf. So, eine North Ranch. Ja, da müssen wir mit. Ja. Tatsächlich würde ich auch sagen, dass wir uns hier irgendwie mal einen Typen rauslassen.
Und zwar dich. So. Jo. Und du gehst mal erstmal dahin und dann gehst du darüber und wirst das hier für uns claimen noch. Forschung, Conquest. Ja, komm. Ist mir von Outpost. Kostet weniger. Können wir schnell machen. Die Spiele kommen ja dann auch noch dazu. Guck mal, ist das echt? Das ist ja eine sehr eigenwillige Provinz hier. Grenzlegung vom Feinsten. Zu beenden. Landen! In die Wanden. Nein! Nächste Runde, ist mehr soweit. Hab genug Einfluss. Zum Glück ist das etwas, was uns nicht besonders häufig fehlen wird. Ja, wir müssen ja aufpassen. Wir müssen ja aufpassen, aber ich glaube, dass wir... Ist das doof, ne? Wir sollten eher nach unten fahren. Auf jeden Fall einen ganz guten Blick hier. Jetzt sollten wir in Laventa direkt das nächste Schiff bauen. Oder erstmal so ein. Mein Gott, was für ein geiler Distrikt. Eine Hafennation sind wir jetzt. So. Okay. Überbleibsel anderer Glauben. Das Imperium fühlt sich hingezogen zu religiöser Einheit. Nur die Gläubigen eines wird des wahren Glaubens sind bei uns willkommen. Ah, jetzt wo wir zwei heilige Städte in unseren Landen haben, war die Religion niemals stärker. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir mit denen verfahren, die sich entscheiden, nicht unserem Glauben zu folgen. Könnten die Inquisition einberufen oder wir könnten die Leute verbannen. Wir werden sie verbannen. Wir können sie nicht verbannen. In einer Runde erst. Scham ist konvertiert zum unserem Polytheismus. Ja, die ganze Welt glaubt an uns. Schaut euch das an. Das ist unfassbar. Ich meine, ich finde es gut, aber... So, nächste Runde sind wir soweit. Und können hier unseren Außenposten gründen. Oh, da ist tatsächlich hier oben sehr gut. Richtig gut. Ja, bau ihn da. Deswegen haben wir ihn hier dafür auserkoren. Er kann sehr große Mengen an Territorium schnell überwinden. Trotzdem müssen wir jetzt wieder zurück auf die andere Seite. Ja, um das hier zu annektieren. Ja, und Akkad? Die Arkadier. Wir könnten sie bestechen. So. Ein wenig mehr. So, nochmal diesen Bonus freigeschaltet. Können ihre Ressourcen einkaufen. Sie werden uns nicht angreifen. Und sie teilen ihre Sichtweite mit uns. Das ist doch schon mal ein guter erster Schritt. Weiter nach Norden. Unser Erkunder hier. Tja, ich hätte gedacht, dass wir dort was finden. Hier sind schon die gefährlichen Küsten unserer Feinde. Na gut, vermutlich werden wir schneller als erwartet wieder nach unten segeln. Jetzt ist wieder massiv verlockend hier. So, wir haben ja hier unseren Hafen jetzt doch gar nicht... Ach du meine Güte. Wir werden einfach zwei bauen, oder? Weil, also das sind Ausmaße, da kann man doch nicht Nein sagen, ja. Wollen wir mal zwei Häfen. Ist ja auch gar nicht verwerflich, wie ich finde. Und hier...
Ja, es ist wieder mal eine Religionsentscheidung, die wir treffen müssen. Aber ich denke, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, was euch gefallen hat. Ihr wisst, das hilft dem Kanal und mir ungemein weiter. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Thorn.